Hallo, ich bin Alejandrina aus Bolivien. Willkommen bei meinem Judo-Training. Ich bin 8 Jahre alt und trainiere seit 2 Jahren Judo. In diesem Haus wohnen wir. Unsere Stadt, Potosí, liegt sehr hoch, auf 4000 Meter. Wir stehen jeden Morgen um 6:30 auf. Das ist ganz schön früh. Wenn wir 5 uns gleichzeitig fertig machen, gibt es immer ein ziemliches Durcheinander. Aber Mama Mireia hilft uns und passt auf, dass wir nicht trödeln. Meistens helfen wir uns auch gegenseitig. Dafür hat man ja Geschwister. Luis ist der Älteste von uns. Er ist schon 15 und will mal Automechaniker werden. Er ist mein großes Vorbild. Und mit Richard mache ich am meisten Quatsch. Dass wir uns umeinander kümmern und man immer jemanden hat, mit dem man spielen kann, das finde ich am schönsten hier. Ich bin ins SOS Kinderdorf gekommen, als ich 2 Jahre alt war. Mama Mireia ist für mich wie meine richtige Mutter. Auch wenn ich morgens auf das Waschen und Kämmen gerne mal verzichten würde. Wir frühstücken immer alle zusammen und besprechen, was wir noch so vorhaben. Viele Kinder in Potosí bekommen kein Frühstück, weil ihre Familien so arm sind. Sie gehen deshalb auch oft nicht in die Schule, sondern arbeiten. Manche von ihnen sogar im Bergwerk. Ich bin sehr froh, dass wir immer etwas Leckeres zu essen haben. Ich gehe mit Ezequiel in die gleiche Schule. Nach der Schule geht es zurück ins SOS Kinderdorf. Manchmal mache ich dann was mit Mama Mireia ganz allein. Das ist auch mal schön, wenn wir nur zu zweit sind. Oder ich treffe mich mit meinen anderen Freunden, die auch hier leben. Und wir spielen Fußball. Aber egal, was ich mache, das Wichtigste ist, hier ist mein Zuhause und hier fühle ich mich wohl.